Und wir kommen zu Video Nummer 10. Ja, ein Wunsch von einem jüngeren Ich, von einer kleineren Elena, von einem kleinen Mädchen, das auf einer Straße in Brasilien in der Favela aufgeboren wurde und dessen Alltagserlebnisse Leute waren, die Drogen genommen haben, Prostitution, Mord, Totschlag, Krankheit, eben das alles. Und ja, dieses kleine Mädchen hat sich eigentlich nur eine Sache ganz, ganz doll gewünscht. Ich will erwachsen werden, weil das war nichts Selbstverständliches für mich gewesen. Und ja, auch mit, also ganz ehrlich, ich habe selbst noch mit 16 habe ich mir immer gedacht, wenn ich 18 werde, das ist für mich das totale Life-Goal danach. Alles, was dann noch kommt, ist mega cool drauf, aber dieses, ich will 18 werden, mehr wollte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es danach noch irgendwas gibt. Das ist so, ja, die Erlebenswelt war einfach so prägsam, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es nach diesen 18 nochmal was geben könnte. Und ich werde jetzt tatsächlich 28, also ich habe mein eigenes persönliches Lebensziel um knappe 10 Jahre schon überlebt, also schon länger drüber gelebt. Das ist einfach, ja, es ist zwar etwas, wo viele sagen würden, es ist selbstverständlich, dass man sagt, ja, in Europa und überhaupt wird man, dass man da 18 Jahre alt wird, da ist man ja noch nicht alt, aber für mich als jemand, wie gesagt, der aus solchen Lebensverhältnissen gekommen ist, für mich war das toll. Ich erzähle davon, was mir gerade voll wichtig ist. Meine Mutter gibt mir im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße in die Hand. Das ist, merkst du, oder? Hasenstreu. Ja, aber auch seine Stelle. Weiß ich, was du laberst? Ja, aber für mich als jemand, der, wie gesagt, aus einer Welt kommt, in der es, glaube ich, nicht mal, also in der es ganz wenige nur schaffen, erwachsen zu werden, und wenn sie dann erwachsen geworden sind, dann auch noch älter zu werden, ist es schon so eine Sache des Wows, dass ich es geschafft habe, ja, dass ich sozusagen geschafft habe, physisch erwachsen zu werden. Ja, das war so ein ganz großer Wunsch von mir und ja, den teile ich jetzt mit euch. Gut, also dann, wir sehen uns bei meinem nächsten Wunsch. Bis bald. Tschüss.